Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Starfield. Da oben lag nur ein bisschen Munition, nichts Besonderes. Habe ich schnell eingesammelt und jetzt gehen wir mal gucken, was hier los ist. Barrett seinen Entführern. Ob er überhaupt noch lebt. Im Universum ist nichts garantiert. Das hört sich gut an. Reist man weit genug, werden selbst die physikalischen Gesetze relativ. Soll das wieder ein Scherz sein? Was ist das Verrückteste, was du je gesehen hast? Nur die Wahrheit, bitte. Mal überlegen. Ein Einhorn. Kein Witz. Die Märchenstute mit dem magischen Horn? Ach was. Saß König Artus im Sattel? Okay, es war eher ein extremophiles Wesen, das aussah wie ein Pferd. Da draußen sollte man eben mit allem rechnen. In den Weiten des Alls sollte man mit allem rechnen. Das ist jetzt entspannt, ja. Der miese Matsura. Matsuras Bodyguard. Ja gut, der miese Matsura scheint gar nicht so ein mieser Typ zu sein. Immerhin hat den Barrett nicht erschossen und Barrett sitzt da voll entspannt. Vielleicht brauche ich sogar nicht umlegen. Hallo? Him. Ihr habt mich gefunden. Warum hatte ich das Gefühl, dass es so läuft? Schön, dich zu sehen, Barrett. Hey, das entwickelt sich ja zu einer richtigen Party. Ich hätte was zu trinken mitbringen sollen. Du verstehst dich mit dem Piraten? Matsura und ich haben so einiges gemeinsam. Wir sind beide Fluchtkünstler. Sir Steph hat mich schon oft gefangen genommen. Genau das meine ich. Relativität. Jedes Wesen im Universum ist auf der Flucht vor etwas. So ist es. Frag nicht, warum. Hoffentlich habt ihr euch nicht gesorgt. Tatsächlich ist der miese Matsura ein guter Gastgeber. Gefangenschaft kann auch schön sein. Das mag ich an dir, Matsura. Immer zuvorkommt. War schön mit dir, Barrett. Aber ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Ist die Constellation bereit, für die Freiheit dieses Mannes zu zahlen? Ich versuche ihn zu überzeugen. Hat Barrett nicht genug gelitten? Lass ihn einfach gehen. Soll ich hinterher etwa mit leeren Händen dastehen? Barrett macht eindeutig mehr Ärger, als er wert ist. Die toten Piraten sind das beste Beispiel. Ein Grund mehr, warum du mich bezahlen solltest. Wenn du heiß auf ein Blutbad wärst, hättest du schon längst angegriffen. Das stimmt. Mit Barrett verstehst du dich offensichtlich gut. Ihr seid Freunde? Er ist definitiv unterhaltsamer als die anderen Geiseln. Barrett hat wohl ein paar gute Freunde. In Ordnung. Ihr könnt gehen. War mir ein echtes Vergnügen, Matsuma. Viel Glück noch mit, naja, den Entführungen und all dem. Ich hätte so gerne mal ein paar Waffen vom UC-Militär. Er ist frei. Komm lieber nicht wieder her. Ich hab dir nichts zu sagen. Ich konnte noch Credits klauen. Ich gehe sogar mit mir, als ich gekommen bin. Ja gut, ja, komm, ich lasse mal leben. Ich glaube irgendwie nicht, dass die bessere Waffen. Aber hier gucke ich noch nach. Gib mir das. Ohne Militärkiste.
5000 Credits. Ja, gibt es auch hier. Jetzt kann ich mal den Rucksack aufsetzen, dass es sich wieder unsichtbar macht. Nee, dann nervt er mich, wenn er unsichtbar ist. Korrekt. Hat sich doch gelohnt. Nee, wenn der Matsura nicht so geduldig gewesen wäre, wäre Barrett längst tot gewesen. Deshalb ist es eigentlich ganz okay, dass ich ihn hab leben lassen. Aber ich gehe... Oh, eine Mikrogun. Oh, das ist ein schöner Helm, Kopfgeldjägerhelm. Der ist besser als meiner. Und meine hat noch irgendwelche Dinger drauf. Oder? Also der hat auf jeden Fall... Irgendwas hat mein Helm noch, glaube ich. Bestienjäger. Minus 15 Schaden. Brand. Ach so, der hat das mit dem Brand. Ja, das mit dem Brand ist cool. Aber der Kopfgeldjägerhelm ist auch cool. Ach, den kann hier der Dings aufsetzen. Die Galaxie ist zu groß. Vielleicht habe ich was. Nee, ich habe einen schönen Helm für dich. Obwohl, der hat einen guten Helm. Der hat einen besseren Helm als ich. Geil, zeig trotzdem mal den anderen. Boah, der wiegt halt fast gar nichts, der Helm hier. Nee, der ist überall besser, der Helm. Also der ist genauso gut, aber der hat... Gut, der hat weniger Strahlung. Das war's dann wohl. Gut, gehen wir. Wir haben es geschafft, Barrett gerettet. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder zum Raumschiff laufen, wenn wir einen Barrett dabei haben. Aber es hat ja super geklappt, wenn wir zeigen. Barrett auch da? Wo ist Barrett? Scheinbar ist er schon zum Raumschiff gerannt. Ach, Barrett, jetzt wollte ich dich hier rumführen. Allen, dass die Crimson Fleet hier ist. Und wir haben einfach welche überleben lassen von der Crimson Fleet. Zu raus, witzig. Ja, gehen wir gleich ins Cockpit. Den Vorflugcheck sicher schon abgeschlossen. Sie ist klasse. So, dann bringen wir den Barrett mal nach Hause. Mr. Barrett. Loge. Und sehen, ob wir noch eine Belohnung abstauben können. Ja gut, ein bisschen Kohle haben wir ja eingesammelt. 5000 war nicht schlecht. Ich habe gedacht, vielleicht greifen sie mich dann an, wenn ich da jetzt einfach klaue. Oder war nicht dieses Klau-Symbol daneben? So konnte ich mir einfach alles mitnehmen. Der miese Matsura. Ist Barrett jetzt dabei? Nee. Nur das Samba ist. Aber oh, jetzt kann ich den Barrett wahrscheinlich auch mitnehmen. Wenn die Loge noch steht, lebt auch der Entdeckergeist noch. Sorry fürs Warten. Bin auf Vectera aufgehalten worden. Barrett, wir haben uns Sorgen gemacht. Naja, ein paar von uns. Ich kenne dich, Walter. Bestimmt hast du während des Wartens auf meine Rückkehr heimlich in deinen Geldhaufen geweint. Tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert. Er hat sich also wirklich gesorgt. Lass das, Cawtrey. Ist das etwa? Wir hatten ewig nur ein einziges Artefakt. Und jetzt seht euch das an. Du spürst es, oder? Seit ich das zweite gefunden hatte,
seit den Visionen. Sie wirken einfach beruhigend. Hey, ich bin auch nicht wieder voll da. Außerdem habe ich dich in all das reingezogen. Wie wäre es, wenn ich dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache? Gemeinsam reisen klingt gut für mich. Fantastisch. Ist schön, unterwegs zu sein. In der Loge wird's manchmal etwas eng. Frag, wenn du Fragen hast. Oh, 11.000. Sag, wenn du Ideen hast. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Am Barrett reisen ist bestimmt auch cool. Gab es jetzt neue Aufträge? Das Unbekannte. Ach, ich soll mich zum Auge begeben. Dann gehen wir jetzt auch mal zum Auge mit der Sarah. Sprich mit Wladimir. Viele Crewmitglieder kann ich eigentlich mitnehmen. Da gab es doch auch so einen komischen Crew-Skill. Führung. Begleiter heilen gelegentlich, wenn deine Gesundheit auf einem niedrigen Stand ist. Man kann in der Galaxie oft nur durch Teamwork überleben und nichts motiviert ein Team so gut wie ein ausgebildeter, entschlossener Anführer. Okay, scheinbar kann ich einfach ganz viele mitnehmen. Ich weiß nicht warum, aber es geht auf jeden Fall eine Menge. Wir sollen mit Wladimir sprechen. Also gehen wir erstmal zum Schiff. Und dann nehmen wir die Sarah, glaube ich, mal mit. Sarah hat ja gesagt, ich soll mit ihr zum Wladimir gehen. Hey, willst du das haben? Klar, gib mir. Hat man dir schon mal gesagt, dass niemand mehr entdeckt hat als du? Wenn nicht, kann ich helfen? Das nachholen. Aber ja, definitiv. Sarah, schön dich wiederzusehen. Ich erwarte bei eurer Rückkehr ein paar spannende Geschichten. Ich versuche es, aber sie können sicher nicht mit deinen abenteuerlichen Geschichten mithalten. Ich habe Mist, der Sam hat jetzt so einen guten Umzug. Pack ruhig was in meine Tasche. Ja, so schlecht ist Sarah einen Anzug hat. Die hat gar keinen Helm oder was? Ups. Wann ist jetzt der hier? Ja, ich will dir doch einen Helm geben. Hast du was für mich? Ach, wobei, ich habe jetzt nur meinen dabei. Soll ich dir die mal geben? Nee, die war irgendwie scheiße. Bis nachher.
Gut, gut. Dann brechen wir jetzt auf zum Wladimir. Wladimir befindet sich... Ach, hier. Und das Auge. Jameson habe ich schon abgescannt, oder? System. Gibt es also einen Notruf? Ja, wenn wir vorbeikommen, können wir das machen. Nicht ein Kratzer. Warum auch? Ich bin ein starker Pilot. Ich war schon ewig nicht mehr auf dem Auge. Hoffentlich ist Wladimir gut drauf. Hallo, Captain. Oh, nee, darf man bestimmt nicht klauen. Doch. Neuling an Deck. Frisches Blut für die Constellation ist immer gut. Fitness. Und ich dachte, bei der Constellation würde nur ich trainieren. Nette Arme. Ha, irgendwie muss man die Zeit im All schließlich totschlagen. Warum also nicht pumpen? Fordere ihn aber nicht zum Armdrücken heraus. Zu gerne hätte ich unten in der Loge die vereinten Artefakte gesehen. Leider hatte ich gerade durch das Auge gespäht. Jemand hätte dich holen sollen, das war unglaublich. Hätte mich wohl nur über die Störung aufgeregt. Bei der nächsten großen Enthüllung bin ich dann dabei. Das war ja nicht die letzte. Das Auge eignet sich für Deep Space Scans. Nach dem Fund unseres zweiten Artefakts fanden Baird und Sarah heraus, wo weitere sein könnten. Ohne einen Graph-Antrieb brauchen die Daten im Lichtermeer allerdings Jahre oder gar Jahrzehnte von den Randgebieten bis hierher. Das Lichtermeer? Der Scan kann noch so gut sein. Das Licht ist nur so schnell, wie es ist. Letzten Endes erfassen wir keine Planeten, sondern nur deren Strahlung. Die ist Jahre hierher unterwegs. Und all das Rauschen der interstellaren Materie da draußen erschwert die Eingrenzung. Wir können dir nur geben, was wir haben. Verstehe, ich muss dem also selbst nachgehen. Allerdings gehen da draußen noch mehr von der Constellation den Scans nach. Matteo ist gerade erst los, aber Andrea ist schon länger weg. Ich spiele nicht gern den ängstlichen Alten, aber ich bin alt und sorge mich. Wer ist Andrea? Noch ein Neuling bei der Constellation, der sich einen Namen machen will. Sie arbeitet gern alleine, was ich verstehen kann. Darum passe ich auf sie auf. Ich halte nach Andrea Ausschau. Ja, hör auf dich zu sorgen, Wladimir. Wenn sie da draußen ist, finden wir sie. Ich habe zwei Orte auf deiner Sternenkarte markiert. Sie sollte an einem davon sein. Meistens kommt sie alleine zurecht. Meistens. Naja, hoffentlich drückt dich das Glück und uns fallen noch ein paar Artefakte in die Hände. Viel Glück. Ich wusste gar nicht, dass Crimson Fleet-Mitglieder in Rente gehen können. Tun sie normalerweise auch nicht. Ich stehe bei Fortuna tief in der Kreide. Ist eine lange Geschichte, um dein Ohr damit zu spitzen. Aber besuch mich doch mal in meinem Haus draußen im Sternenmeer.
Ich wollte dort meine Lebensfinsternis verbringen, aber die Constellation hat mich mitgespült. War nicht mehr dort, seit wir auf dem Auge arbeiten. Falls du hinkommst, mach das Licht aus, wenn du wieder gehst, ja? Hast du kurz Zeit? Ich würde gern mit dir reden. Erinnerst du dich, was du mir gesagt hast? Dass die Artefakte sich anfühlen, als würde pure Energie durch deine Adern strömen? Tja, das hat mich ins Grübeln gebracht. Also habe ich in unserem Archiv alte Constellation-Tagebücher durchstöbert. Mir war dieses Erlebnis zwar nicht vertraut, aber deswegen muss das für meine Vorgängerin noch lange nicht gelten. Du hast deine Vorgängerin bisher noch nie erwähnt? Wirklich? Das wundert mich aber. Als ich die Tagebücher gelesen habe, sind all die schönen Erinnerungen an meine Zeit mit Aja zurückgekommen. Aja muss ein toller Mensch gewesen sein. Das war sie. Und wie? Aja hat mir bei der Constellation alles beigebracht, mich als ihren Schützling unter die Fittiche genommen. Der Neuling wird der Vorsitzenden an die Seite gestellt. Kommt mir bekannt vor. Hey, ich habe meinem alten Boss ein paar Ideen geklaut. Und? Jedenfalls haben wir viele interessante Entdeckungen zusammen gemacht. Aber die Reise selbst war das eigentlich Tolle. Habt ihr zwei etwas entdeckt, von dem ich schon einmal gehört haben könnte? Wir haben stellare Phänomene katalogisiert, ein paar bewohnbare Welten und einzigartige Lebensformen. Aber nichts, worüber SNN berichten würde. Das kann ich nachvollziehen. Exakt. Mir waren die ruhigeren Momente am wichtigsten. Es gab nichts Schöneres, als sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie der Raum sich krümmt, während Aja lebendige Geschichten erzählt. Diese kuschelige Isolation ist die beste Art, jemanden kennenzulernen. Kuschelige Isolation? Ja, du weißt schon. Allein im interstellaren Raum. Nichts als Lichtjahre schwarz um einen herum. Manchen macht das Angst. Ich finde es gemütlich. Es bringt mich meinen Schiffskameraden näher. Ist mir aufgefallen. Das nehme ich als Kompliment. Vielen Dank. Wenn wir so über Aja reden, wird mir wieder klar, dass unsere Zeit ein Geschenk war. Ich vermisse sie. Oh, ist sie tot? Nein, in Rente. Sie lebt, glaube ich, auf Purima 2. Da fällt mir ein, falls wir jemals so weit draußen sind, könnten wir sie vielleicht besuchen. Dann kann ich euch vorstellen. Ich werde mich bemühen, unsere Reisen ebenso angenehm zu machen. Ich erwarte keine Kopie von Aja. Sei einfach du selbst. Wir haben offensichtlich beide das Verlangen, die Mysterien des Alls zu ergründen. Und das... Tja, das fasziniert mich an dir. Ich würde gerne genauer erkunden, was wir hier haben. Ich weiß nicht, ob ich es verdient habe, jemandem so nah zu sein. Wenn du wüsstest, was ich getan habe, wie mein Leben sich entwickelt hat, würde sich dein Bild von mir ändern. Bitte, lass mir etwas Zeit. Ich muss gehen. Wo willst du denn hin? Was haben wir jetzt für neue Aktivitäten bekommen jetzt? Wir konnten immerhin schon mal Flirten auswählen. Ich muss gehen.
Mist, kann ich jetzt nicht nach Porima 2 gehen? Aja kennenlernen. Sag Bescheid, wenn du startbereit bist. Jo, ich bin allzeit bereit. Porima 2, das kommt mir bekannt vor, als wäre ich da schon mal gewesen. Sie hat sich nicht auf meinen Flirtversuch eingelassen. Ich muss noch flirten üben. Jetzt habe ich zwei Dinge oder was, wo ich hin kann. Olympus. Was haben wir hier noch? Prozikon A. So machen wir einen Graf-Sprung und fliegen nach Prozikon. Prozikon 3. Ach, da hätten wir das jetzt mitmachen können. Das Größte. Da hatte ich doch die Mission, glaube ich. Ich finde Ursuppe auf Prozikon 3. Warum haben wir jetzt hier so verschwunden? Das höchste Gericht erwartet dich. Ach, verreckt ihr Loser. Wieder so ein super Riesenschiff. Die springen nirgendwo hin. Wir haben den Graf-Antrieb erwischt. Die springen nirgendwo hin. Die Verhüllung ist gekommen. Tja, riesige Hausboote. Sie können ihr Sprungsystem. Ihr Graf-Antrieb ist. Oh, Feind kann nicht schießen. Ihr Sprungantrieb ist getroffen. Ihr Sprungantrieb ist getroffen. Ihr Sprungantrieb ist getroffen. Feinste Schiffsteile. Sehr gut, sehr gut. Wo ist denn das andere Boot, was ich vernichtet habe? Da. Das Boot. Ach, wie ist die Energie jetzt wieder raus aus dem Kraftantrieb? Das ist so komisch. Kann ich es auch auf Antrieb geben? So, warum habe ich jetzt hier mehrere Dinge? Sekunde 3, was ist das da? Olympus, hä? Wir gehen nach Prozikon 3. Haben wir sogar schon erkundet, den Planet. Ja, den habe ich dann gleich mit erkundet, wo ich die Uhr so befinden muss. Bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich es alles aufgenommen habe. Vermutlich habt ihr gesehen, wie wir zusammen den Prozikon-Planeten 3 erkundet haben. Es könnte sogar sein, dass ich hier mal das ganze System erkundet habe. Bremsraketen aktiv. So, wir stehen wieder auf, damit zur Sicherheit alle dabei sind. Ich packe noch ein bisschen was ins Schiff, damit ich nicht so viel Schmodder dabei habe. Ich neige dazu, so viel Zeug mitzunehmen. Ja, ich habe 4 Anzüge im Inventar. Rucksäcke auch. Und Waffen wahrscheinlich auch, ja. Boah, die ist schwer. 11 Kilo. Bei dem Ding überlege ich, ob ich das mal umbaue. Dass ich so ein starkes EM-Ding habe. Boah, die sind auch voll wertvoll, die Kodama. Dem Lichtbogenschweißer will ich jetzt mal ausprobieren, ob ich mit dem auch Dings machen kann.
denn nur eine Waffe ist. Oder ob ich da auch Zeugs abmachen kann. So, wir haben immer noch voll viel dabei. Haben wir noch Schiffsteile dabei? Nee. Was habe ich noch dabei, was so schwer ist? Keine Ahnung, aber ich hatte vorhin nur 75 Kilo. Und jetzt habe ich trotzdem 100 Gewicht. Lass mich. Aktiviere deinen Handscanner. Hier kannst du so einiges katalogisieren. Habe ich schon alles. Ich will nur mal gucken, ob ich mit dem Lichtbogenschweißgerät, ob mir da vielleicht schneller abbauen kann. Aber ich glaube, mir braucht doch immer einen Cutter, weil der wechselt ja auch immer zum Cutter. Argon. Das holen wir uns doch. Okay, mein Ego kann eine Firma in den Ruin treiben. Wenn man an der falschen Stelle gräbt, hat man Millionen von Credits verpulvert. Ich muss lieber meine Gun nehmen. Ah, der Mine, oder? Mich hat's erwischt. Ja, musst du aufpassen. Entgifte. Interessant. Ach, gib her. Industrielle Werkbank. Naja, geht ja doch rein. Schauen wir uns mal um, was mit ihr ist. Und die tiefe Höhle, das kommt mir auch bekannt vor, die tiefe Höhle. Hoffentlich gibt es keine seismischen Aktivitäten, während wir hier kein sind. Kein Schritt weiter. Identifiziere dich. Ich heiße Benne. Ich bin nicht hier, um dir zu schaden. Du bist von der Constellation. Wladimir hat gesagt, dass jemand kommt. Schön, dass du unversehrt bist, Andrea. Wladimir und ich waren besorgt. Du bist das neueste Mitglied, ja? Schicken sie dich oft, um nach anderen etablierten Mitgliedern zu sehen? Ja, kann man so sagen. Sie hatten offenbar guten Grund dazu. Vielleicht. Wladimir war wohl besorgt, dass du nicht ihn hier, sondern mich auf dem Boden vorfindest. Wir vergeuden Zeit. Schließen wir unsere Mission ab, dann können wir reden. Ja, ich finde das Artefakt. Ich glaube, hier war ich in der tiefen Höhle. Da ist was in der Nähe. Feuer! Feuer! Und wieder triumphieren wir. Nachsehen lohnt sich immer. Findet euch mal irgendwo, wo es genauso aussieht wie hier. Nee. Wieder eine Kerbe. Ja, ich bin ziemlich sicher, ich war hier schon. Dann geht's da hinten rein. Hier geht's runter ins Loch. Stirb erstmal.
ist nämlich das tiefe Loch. Genau. Ich glaube, hier unten war nur ein bisschen Loot. Oh, eine Waffenwerkbank. Aber ich habe eh jetzt das richtige Zeug dabei wahrscheinlich. Ja, scheiß drauf. Gut, wir haben Andrea gefunden und müssen uns wieder durch die tiefe Höhle kämpfen. Oder geht's doch hier unten weiter? Nee, hier unten war eigentlich nix. Allerdings zeigt das Ding da. Ach so, das zeigt darüber. Oh, gut. Jawohl, Digi Dietrich. Medipack. Noch irgendwas. Gut, gut. Soweit, so gut. Wir machen hier ein kleines Päuschen, denn es wird noch länger dauern, die Höhle zu ergründen. Wenn ihr sehen wollt, wie die Höhle ergründet wird, was es mit Andrea auf sich hat, die ich bisher noch nicht ansprechen kann. Machen wir weiter. Die aber ein cooles Outfit anhat. Und ob alle überleben werden, dann schaltet morgen wieder ein, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Starfield. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.